Ja, herzlich willkommen zur Vorstellung des Moduls Prozess- und Kommunikationsmodellierung. Mein Name ist Stefan Oppel und ich leite die Vorlesung und nehme auch als Lehrveranstaltungsleiter an der zugehörigen Übung teil. Im Folgenden möchten wir ganz kurz präsentieren, wie dieses Modul organisatorisch aufgebaut ist, bevor es dann später in die Inhalte geht. Das Modul Prozess- und Kommunikationsmodellierung ist im Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik im Grundlagenblock verortet, gehört also zu den Grundlagen der Wirtschaftsinformatik und beschäftigt sich inhaltlich mit der Abbildung von organisationalen Abläufen, also von Abläufen in Unternehmen, in Betrieben, in Organisationen, die irgendwie zur Wertschöpfung direkt oder indirekt beitragen. Da schlagen wir dann eben die Brücke zu den in der Wirtschaftsinformatik relevanten Informationssystemen, mit denen wir diese Prozesse, diese Abläufe unterstützen können. Gemacht wird es üblicherweise mittels konzeptuellen Modellen. Das heißt, man versucht, diese Prozesse in Form von Modellen abzubilden, zu repräsentieren, sodass man diese Repräsentation dann als Grundlage nehmen kann, um sie automatisationsgestützt irgendwie zu unterstützen oder vollständig automatisch auszuführen. In Fachprozess- und Kommunikationsmodellierung werden wir uns, wenn wir da weiterschauen, das ist im Übrigen das Syllabus-Dokument, das wir hier sehen. Das gibt es auch dann online nochmal und ist immer die Referenz für die organisatorische Durchführung der Lehrveranstaltung. In diesem Syllabus sehen wir eben unter anderem auch die inhaltliche Ausrichtung. Wir werden uns also zuerst die Grundlagen ansehen, was also wir überhaupt modellieren, also organisationale Phänomene, Geschäftsprozesse und was ein Modell überhaupt ist, bevor wir dann im zweiten Themenbereich zu den Modellierungssprachen kommen, also die Formen der Repräsentation, die wir verwenden, um diese Prozesse abzubilden und das Ganze dann in den größeren Kontext zu setzen, im Themenbereich 3, in das Geschäftsprozessmanagement. Das ist eine Disziplin der Wirtschaftsinformatik oder generell der Betriebswirtschaftslehre, die sich damit beschäftigt, wie man denn solche Prozesse im Unternehmen sowohl erhebt, konzipiert, bis hin zur Ausführung bringt und dann in einen Lebenszyklus einordnet, sodass man die aktiv auch managt. Das werden wir uns in Rahmen des Moduls ansehen, sowohl in der Vorlesung auf konzeptueller Ebene als auch in der Übung auf praktischer Ebene. In den beiden Folgevideos werden wir jetzt auf den organisationalen Rahmen sowohl der Vorlesung als auch der Übung eingehen. Das Modul ist grundsätzlich dafür gedacht, im gleichen Semester absolviert zu werden. Die beiden Lehrveranstaltungen, Vorlesung und Übung, bleiben aber grundsätzlich getrennt absolvierbar, sind aber inhaltlich ganz stark aufeinander abgestimmt. Das heißt, wir empfehlen, das gemeinsam zu absolvieren. Es ist aber durchaus möglich, das in getrennten Semestern oder grundsätzlich komplett getrennt zu absolvieren.